Herzlich willkommen zu die fünf gruseligsten und mysteriösesten Selbstmordlegenden. Es gibt unglaublich viele mysteriöse und auch gruselige Geschichten, warum Leute Selbstmord begangen haben. Es waren nicht die typischen Geschichten, weil sie depressiv waren oder all ihr Geld verloren haben, sondern ganz andere Geschichten, wo sie es getan haben und wieso sie es getan haben. Viele der Geschichten, die ich euch heute vorstellen werde, sind nicht logisch erklärbar. Aber viel Spaß. Der Disney-Selbstmord. Es gibt dutzende Geschichten über die Freizeitparks von Disney. Geschichten über Geister, über versteckte Mickey-Maus-Folgen und so weiter. Doch häufig wird auch gesagt, dass Menschen sich das Leben im Disneyland genommen haben. Natürlich, das klingt jetzt erstmal extrem seltsam, zumal Disneyland ein so glücklicher Ort ist, der gerade für Kinder gemacht worden ist. Doch so seltsam das auch klingt, es gibt einen Fall, den ich euch gerne vorstellen möchte. Im Jahr 1999 lief alles ganz normal. Es war ein schöner Tag ohne irgendwelche Besonderheiten. Doch plötzlich wurde die Small World Attraktion ohne ersichtlichen Grund geschlossen. Allerdings wurde sie nicht einfach so geschlossen, sondern während eines vollen Betriebes. Das heißt, die Wagen in dem Fahrgeschäft hielten einfach an und alle Lichter gingen aus. Die Fahrgäste waren extrem verwundert und konnten in den stockfinsteren Fahrgeschäft nicht wirklich was sehen. Nur ganz spärlich waren ein paar Lampen an der Decke angeblieben. Nach wenigen Minuten kamen Angestellte in die Bahn und begannen alle Fahrgäste rauszugeleiten. Das Seltsame war, dass natürlich die ganzen Fahrgäste gefragt haben, was denn nun los sei. Doch auf ihre Nachfragen wurde nicht wirklich geantwortet. Und wenn, waren es nur seltsame, widersprüchliche Antworten. Ebenfalls sagten viele aus, dass die Gesichter der Angestellten sehr schockiert aussahen. Als das Fahrgeschäft dann geräumt war, gelangten keine Auskünfte, was nun los sei, nach draußen. Offiziell wurde nur gesagt, dass es alles ein technischer Defekt wäre. Doch ein Fahrgast hat den Beweis, was wirklich geschah. Denn während das Licht erloschen war und alles komplett dunkel war, hat einer der Touristen seine Kamera rausgeholt und damit Fotos mit Blitzlicht geschossen, um während des kurzen Zeitpunktes des Blitzlichtes etwas sehen zu können. Als er dann kurz nach der Räumung durch die Bilder sah, um zu gucken, ob vielleicht irgendein Wagen schief stand und auch ein paar Fotos zu löschen, entdeckte er folgendes Bild. Zu sehen ist, wie von der Decke ein menschlicher Körper hängt. Man kann nicht klar sagen, ob es der Körper eines Kindes ist oder der eines Erwachsenen. Sicher ist nur eins, und zwar, dass an diesem Tag sich ein Mitarbeiter oder ein Kind im Disneyland das Leben über den Köpfen der Besucher genommen hat. Der Mann, der mit Gott sprach. Im Jahr 1983 versprachen religiöse Wissenschaftler, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, mit Gott zu sprechen oder die Fähigkeit hat, mit ihm irgendwie in Verbindung zu treten, wenn er eine richtige Stimulation erfährt. Nach einer recht kurzen Suche fanden sie sogar einen Freiwilligen. Es war ein alter Mann mit tödlichen Krankheiten. Er hatte nichts mehr zu verlieren und deswegen erklärte er sich bereit, teilzunehmen. Als er alle Papiere unterschrieb, fesselten ihn die Wissenschaftler und legten seine Nervenenden frei. Dann setzten sie sich in einen Nebenraum und beobachteten ihr Testsubjekt. Doch was dann geschah, war viel schlimmer, als die Forscher erwartet hatten. Schon extrem früh, nach knapp einem Tag, begann er tagelang zu flüstern und mit irgendwelchen Menschen zu reden. Er erzählte von seinem schlechten Zustand und seinen Schmerzen. Nach dem vierten Tag meinte er entfernt Stimmen zu hören. Und nach dem sechsten Tag meinte er, dass seine tote Frau mit ihm sprechen würde. Doch so seltsam das auch klingen mag, es wurde noch schlimmer. Denn je länger der Test ging, desto lauter und auch aggressiver wurden die Stimmen. Die Frau sprach nicht nur mit ihm, sie schrie ihn an. Und ein paar Tage später begann der Mann weinend zu schreien. Sein Gesicht war tränenbedeckt und die Schreie hörten nicht auf. Er wiederholte immer und immer wieder die Worte: Keine Vergebung,
kein Himmel. Dann begann er sich Stücke aus seinem Fleisch zu beißen. Und kurz bevor er an seinen selbst zugefügten Wunden starb, sagte er zu den Wissenschaftlern: Ich habe mit Gott gesprochen. Er hat uns verlassen. Das Suizidporträt. Vor einigen Jahren tauchte auf einmal immer und immer wieder ein und dasselbe Bild im Internet auf dutzenden Websites auf. Auf dem Bild ist lediglich eine junge Dame mit einem leeren Gesichtsausdruck zu sehen. Das Seltsame ist aber, wer dieses Bild gemalt hat. Denn dieses Porträt stammt von einer Frau, welche es kurze Zeit vor ihrem Selbstmord selbst von sich gemalt und im Internet hochgeladen hatte. An sich ist das schon sehr seltsam. Doch dieses Bild hat eine besondere Wirkung auf viele Menschen, welche es sehen. Sie scheinen fasziniert davon zu sein. Und so wurde dieses Bild immer und immer wieder hochgeladen. Manchmal auch immer wieder von denselben Leuten. Doch irgendwann änderte sich die Faszination. Denn aus ihr wurde etwas Seltsames. Menschen, welche es sich zu lange angesehen hatten, begannen sich die Augen auszukratzen und meinten, die Frau im Porträt würde sie manchmal anlächeln. Traurigerweise ging es bei manchen sogar bis hin zum Selbstmord. So wurde gemeldet, dass mindestens 2 Personen sich aufgrund dieses Bildes umgebracht haben sollen. Bis heute ist niemandem klar, was es wirklich mit diesem Bild auf sich hat. Die Fleischfabrik. Diese Geschichte beginnt, dass der Besitzer einer Fleischfabrik, sprich eine Firma, welche Fleisch verarbeitet, seine Kinder vermisst hatte. Seine Kinder waren nämlich seit mehreren Stunden nicht mehr gesichtet worden. Der Besitzer war vollkommen in Sorge und vollkommen aufgelöst und rief sofort seinen Bruder an, damit er ihm beim Suchen helfen konnte. Doch auch nachdem sie beide zusammen das gesamte Gebäude und das gesamte Gelände abgesucht hatten, konnten die Kinder nicht gefunden werden. Auch eine Suche in der Umgebung half kein Stück weiter. Als sie dies bemerkten, riefen sie sofort die Polizei zur Hilfe. Als die Polizei dann ankam und den Ort untersuchte, fanden sie etwas Grausames heraus. Denn sie untersuchten nicht einfach nur das Gelände, sondern sie untersuchten auch den Fleischwolf und bemerkten, dass das kleingehackte Fleisch, welches aus einer der Seiten rausquoll, kein Schweine- oder Rindfleisch war, sondern das von einem Menschen. Nachdem der Besitzer wusste, dass dies eigentlich nur seine beiden Kinder sein konnten, verzog er sich in der Nacht in den Boilerraum und erhängte sich in Ruhe. Doch hier ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Ganze 20 Jahre nach der Ermordung seiner Kinder fanden die jetzigen Arbeiter etwas Grauenhaftes in der Fabrik. Im Boilerraum, wo sich schon der ehemalige Besitzer erhängte, fanden sie den Körper seines Bruders, der ihm damals suchen half. In dem Bauch des Bruders waren die Worte: Ich habe es getan, eingeritzt. Bis heute ist nicht genau klar, was in dieser Fabrik geschah. Der Suicide-Maus-Fall. Manche von euch kennen vielleicht die Geschichten über Suicide-Maus. Für alle, die es nicht wissen, Suicide Mouse ist ein Video, welches als eine verlorene Folge von Mickey Mouse gehandelt wird. Zu sehen ist ein Video in Schwarz-Weiß, wo Mickey Mouse immer und immer wieder auf und ab durch eine Stadt geht. Das Bild bricht dabei immer wieder ab, wird verschwommen, wackelt und geht komplett kaputt. Im Hintergrund spielt eine seltsame und verstörende Melodie, welche immer wieder mit Rauschen unterbrochen wurde. Irgendwann kommen aber aus dieser Szene noch weitere. Man sieht, wie Mickey Mouse direkt in die Kamera guckt und immer wieder von Albträumen geplagt wird. Dies geht so lange, bis Mickey Mouse sich schließlich selber ermordet. Doch das ist die bekannte Geschichte, die allerdings hier noch nicht zu Ende ist. Es heißt, dass Mitarbeiter bei Disney dieses Video einer kleinen Gruppe von Menschen vorgeführt haben soll. Ein paar dieser Menschen konnten es sich nicht weiter ansehen. Und diese verließen den Raum, bevor das Video zu Ende war. Die aber, welche es sich bis zum Ende angesehen hatten,
gingen aus dem Raum und fuhren direkt nach Hause. Sie antworteten nicht auf Fragen, gingen nicht ans Telefon. Doch sie fuhren nicht einfach nur nach Hause. Alle, die das Video bis zum Ende gesehen haben, leben heutzutage nicht mehr. Sie haben sich alle selber ermordet. Und bis heute ist nicht klar, wie das Video komplett endet. Und warum niemand das Ende aushalten konnte. Herzlich willkommen zum Endcard-Video und die Sonnenbrille macht die Sache auch nicht besser. Auf jeden Fall, wir hoffen, dass das Video euch eben gerade gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch auf irgendwas auf dieser Seite, würde uns sehr helfen. Oder stellt mir eine Frage auf den Social Medias, was ihr wollt. Und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss. Wow.